Hallo und herzlich willkommen zum TOA Wireless Tutorial Nummer 3. Heute möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie bei den Empfängern unserer 5000er Serie einen Frequenzscan durchführen können. Dies möchten wir Ihnen hier am Beispiel des WT5800 zeigen, der übrigens in der Menüführung mit dem WT5805 identisch ist. Die gewünschte Funktion finden wir, indem wir durch einen ca. einsekündigen Druck auf die Set-Taste ins Menü gehen und dort über die Navigationstasten zum Unterpunkt Channel Check navigieren. Durch Drücken der Set-Taste wird der Channel Check dann auch sofort ausgelöst. Die beiden Antennen-LEDs wechseln nun regelmäßig zwischen A und B hin und her und im Display sehen wir, wie ein Kanal nach dem nächsten getestet wird. Nach beendetem Scan-Vorgang steht oben im Display Vacant Channel, also freier Kanal. Darunter werden uns nun alle Kanäle der aktuell ausgewählten Bank angezeigt, die als frei erkannt wurden und daher von uns genutzt werden können. Über die Navigationstasten können wir uns nun alle freien Frequenzen anzeigen lassen. Belegte Frequenzen werden in dieser Ansicht ausgeblendet. Die gewünschte Frequenz wählen wir dann über die Set-Taste aus und der Empfänger ist fertig eingestellt. Falls innerhalb der untersuchten Bank für Ihre Anwendung zu wenige Kanäle als frei erkannt werden, so wechseln Sie einfach in eine der anderen drei Bänke und führen den Channel-Check dort erneut aus. Auch für den WT5810 kann der Channel-Check denkbar einfach durchgeführt werden. Dazu müssen Sie bei eingeschaltetem Gerät die Tasten Set und Next rechts neben der Kanalanzeige gleichzeitig für ca. eine Sekunde gedrückt halten. Sofort beginnt der Empfänger mit seinem Scan-Vorgang. Genau wie eben wechseln die Antennen-LEDs nun regelmäßig zwischen A und B hin und her und es wird in der Anzeige jede Frequenz durchgegangen. Ist der Scan-Vorgang beendet, so beginnt die Anzeige zu blinken. Die als frei erkannten Frequenzen können wir nun durch Drücken der Next-Taste nacheinander anzeigen lassen. Alle belegten Frequenzen werden auch hier wieder ausgeblendet. Bei der Frequenz, die man auswählen möchte, drückt man einfach länger auf Set und diese wird übernommen. Das war's auch schon zur Channel-Check-Funktion unserer 5000er-Serie. Bei Fragen oder Anregungen und Ideen für zukünftige Videoinhalte wenden Sie sich bitte ganz einfach an unseren Support unter support@toa-wireless.de. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.